Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 Titanium Edition. Wir haben gerade unsere Kühe, da kann ich eigentlich ja stehen bleiben, schön mit Gras versorgt. Und hier arbeitet noch unser Helfer. Wir haben uns ja hier einen neuen, großen, schicken Traktor geleistet. Moment, wir können jetzt eigentlich gleich mal hier den Schwader verkaufen. Den brauchen wir nicht. Das ist zwar jetzt verheiztes Geld, was ich habe. Geld, was ich verheizt habe, so rum. Aber den brauchen wir nicht. Wir haben ja jetzt ja unseren Big M beim letzten Mal geleistet oder gekauft. Und das sollte das dann eigentlich passen. Wie sieht es überhaupt mit den Preisen von den ganzen Spaß aus? Hat sich leider nicht verändert. Nein, immer noch so unter meiner Schmerzgrenze. Wo ich sage, jetzt könnten wir mal verkaufen. Unseren Kuhbestand haben wir mittlerweile auch bei den 1000 Kühen belassen. Und mittlerweile eine Produktivität von 80% drin. Also da bin ich echt stolz darauf, dass ich diese Produktivität hinbekommen habe. Oh ja, das sollte eigentlich reichen. So, wir haben uns ja hier so einen großen Deutz Fahr beim letzten vom paar Parts geleistet. Schon mittlerweile ein paar Parts. Das Gras ist fast aufgebraucht. Haben wir aber hier beim letzten Mal, im letzten Part hier, doch schön unsere Runden gedreht. Mit dem Big M. Und das sammeln wir jetzt einfach mal schnell das Gras hier auf, um dann unsere Kühe damit zu füttern. So, das sollte eigentlich jetzt möglichst schnell funktionieren, hoffe ich jetzt einfach mal. So. Damit sollten wir jetzt gut vorankommen, können ja hier noch ein bisschen Licht anschalten und einfach hier die Spur halten. Jetzt können wir ja mal ein bisschen die Cockpit-Perspektive nehmen. Es passiert jetzt auch nicht so viel. Ist halt nur wichtig, dass wir hier unser Gras möglichst gut aufnehmen. Und ich finde auch, dass deutlich der Ladewagen deutlich schneller voll wird. Was auch nicht so unpraktisch ist. Sehr, sehr schön. Finde ich echt klasse. Ich denke, ich werde den ersten Ladewagen jetzt bei den Kühen abladen. Dass die da wieder ein bisschen was zu fressen haben. Und den Rest werde ich dann doch bei der Biogasanlage abladen. Um daraus Silage zu machen. Wobei, wenn wir jetzt brauchen wir vielleicht noch ein Feld. Wo wir zur Not noch ein bisschen mehr Gras machen könnten. Da könnte man theoretisch das Feld 21 noch als weiteres Grasfeld machen. Sich als weiteres Grasfeld kaufen. Haben wir aber ein bisschen mehr Kohle. Das kostet, glaube ich, doch auch schon seinen stolzen Preis. Oder hat schon seinen stolzen Preis, das Feld. Und dann... Huch. Das ist dann doch schneller voll, als ich gedacht hätte. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Umso besser. So.
Kühe sind nur noch bei 62% Produktivität, weil sie kein frisches Gras mehr haben. Und ich glaube auch, das Stroh ist bald zu Ende. Aber das können wir alles ändern. Was wir hier schon für Mist haben. Oh Mann! So ein Haufen Scheiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Kühe, die kacken was zusammen. Kann ich euch sagen. Gut. Da schmeißen wir mal jetzt hier das ganze Gras rein. So. Sehr, sehr schick. Der Rest, den tun wir dann einfach auf Halde quasi beim bei der Biogasanlage hinwerfen quasi. Dann tun wir den ganzen Spaß verdichten. Dann den ganzen Spaß zur Silage verarbeiten lassen und dann können wir das wieder als Silage zufüttern. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ja, das sollte eigentlich dann auch gut, ganz gut werden. Ich fahre jetzt einfach zurück, dass ich hier nicht irgendwie die Spur irgendwie verliere. Dann mache ich einfach hier so meine Runden, auch wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen mehr hin und her pendel, als ich da es ist mir lieb ist. Es bringt einfach dann einfach ein bisschen Ordnung rein. Huch. Oder? Ich hatte hier angefangen. Ja. Geht's hier weiter in Ordnung. So. Ich bin eigentlich echt zufrieden, wie das jetzt hier so funktioniert. Nicht mal eine ganze Runde rum und schon einen vollen Ladewagen. Wird jetzt natürlich ein bisschen weniger werden, weil wir hier jetzt auf der Spur nicht so viel volles Gras hatten. Aber dann haben wir auf alle Fälle, wenn wir das dann beim nächsten Mal machen, hier auf alle Fälle ein komplett fertig gewachsenes Grasfeld. Und das ist auf alle Fälle sehr, sehr gut. Weil wir dann natürlich da auch konstanter oder gleichmäßiger mähen und da kriegt man da bestimmt auch noch schneller unseren Ladewagen voll. Und das ist dann eigentlich das, wo ich hin wollte. Mit möglichst wenig Arbeit, möglichst viel herausholen. Und das ist eigentlich perfekt. So. Schon wieder halb voll. Klasse. Nein, muss ich echt sagen, finde ich top. Gefällt mir sehr. So. Und jetzt hier noch schön. Laden. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen länger fahren, weil wir hier gerade in der Spur drin waren, die wir zuvor schon gehauen haben. Da nun doch so ein bisschen das Gras, was nachgewachsen war, dort zu mähen und jetzt aufsammeln. Deswegen dauert das jetzt ein bisschen, aber wenn wir dann hinten die Bahn zu Ende gemacht, also diese Spur hier zu Ende gemacht haben, dann sollten wir eigentlich auch einen gut gefüllten Ladewagen haben. Jetzt steigt er ja auch schon sehr, sehr schnell wieder an. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Nein, da bin ich echt happy, dass das doch so gut funktioniert. Ich hoffe, dass wir die
Silage, die wir dann bei der Biogasanlage haben werden, auch behalten dürfen. Das fände ich echt praktisch. Muss ich mal gucken, wo es hier reingeht. Ich denke, da muss ich hier dazwischen rein. Könnte man eigentlich gleich mal unsere Eier verkaufen. Die würden sich wahrscheinlich auch nicht schlecht machen. Das würde sich auch nicht schlecht machen. Moment. Kleinen Moment. Klingen. Und... So, haben wir hier irgendwo... Kleinsilagebunker? Nein. Da werfen wir den einfach mal hier rein. So. Lassen wir den einfach jetzt hier mal richtig schön abladen. Das ist natürlich ein bisschen unnatürlich, wie jetzt hier der Haufen unter dem Ladewagen anwächst. Aber es sollte uns erstmal nicht interessieren. Viel geiler finde ich es eigentlich, dass wir jetzt hier unseren eigenen Ladewagen quasi unsere eigene Silage machen. Mist, wo hatte ich denn aufgehört? Ach, das hat sich ja, das trifft sich ja recht gut. Damit geht es jetzt mit wunderschön konstanter Geschwindigkeit wieder voran. Ich finde das auch cool, wie unterschiedlich die Fahrstufen sind. Hier ist die Fahrstufe 2, der man eigentlich mäht, trischt, sät und so weiter. 26 Kilometer pro Stunde. Im Big M sind es Strich 20. Also finde ich echt lustig, wie unterschiedlich da auch der Tempomat ist. Aber, ja, das ist eigentlich bloß so ein nebensächliches Huch, das gibt es ja auch, als irgendwie effektives oder sinnvolles Gelaber. Aber, ja, sammelt doch ganz gut. Sehr, sehr schön. Damit haben wir eigentlich jetzt schon wieder 50% fertig. Und... das passt dann doch eigentlich auch sehr, sehr gut in meinen Plan hinein, dass wir dann hier möglichst schnell die Silage dort einstecken. Dass wir dann ununterbrochen dann auch Silage füttern können. So ist ungefähr mein Plan. Ob der jetzt so aufgehen wird, müssen wir mal gucken. Aber an sich soll er doch ganz gut werden. Also soll es eigentlich ganz gut werden. Aber egal. In Ordnung. Was sagen jetzt überhaupt die Preise für Getreide und so etwas, wenn ich das verkaufen würde? Der Schnee, der macht mir irgendwie Sorgen. Nein. Die Preise sind eigentlich alle ziemlich im Keller. Schade. Ja, Stroh könnte man allmählich mal wieder auffüllen. Huch. Jetzt gar nicht aufgepasst. Nein, 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 nein. Das geht mal nicht so. Man muss doch aufpassen, wenn sein Ladewagen voll ist. Das ist doch nur unnötig verplemperte Zeit. So. Damit geht es jetzt hier in Richtung Silage. So.
Damit machen wir jetzt hier den Berg natürlich noch ein Stückchen höher. Ich freue mich dann schon wieder, wenn ich hier drüber fahren darf, um den ganzen Spaß dann zu verdichten. Jetzt haben wir ja momentan das Ganze ein bisschen verdichtet, weil wir da drüber gefahren sind, aber mehr auch nicht. Wir brauchen auf alle Fälle eine 100%ige Verdichtung. Haben gerade mal 10% des Silos hier gefüllt. Auch nicht schlecht. Das heißt, wir könnten eigentlich uns wirklich noch ein weiteres Feld kaufen und dann mehr oder weniger permanent uns mit diesem Gras da beschäftigen. Wird wahrscheinlich eher nichts, weil wir natürlich auch noch nebenbei unsere anderen Felder und so bewirtschaften können oder müssen. Aber für diese Lücke, die dann immer so zwischen die, wenn der ganze Spaß wächst, entsteht, optimal. So. Und jetzt geht es wieder richtig schön an mit dem Geraffel. Dann wird schön gesammelt. Auf alle Fälle nicht schlecht. Damit sollten wir eigentlich dann auch gut dabei sein. Was die Wirtschaft mit den Kühen anbelangt, müssen uns natürlich noch ein bisschen mit den Ballen auseinandersetzen. Aber an sich läuft es doch ganz gut. Ja, die Rundumleuchte habe ich jetzt eigentlich bloß just for fun angemacht. Irgendwie einen tieferen Sinn hat die nicht. Zwar müssten wir theoretisch, wenn wir mit landwirtschaftlichen Maschinen und deren Geräten auf der Straße fahren, immer Rundumleuchte fahren. Vor allem, wenn wir sie im Einsatz haben. Aber naja. So. Wir haben hier erst einmal ordentlich zu sammeln. Sollten wir eigentlich dort hinten irgendwo dann fertig werden. Ich schätze mal, hier sind noch nach dem Ladewagen 1,5 bis 2 Ladewagen hier auf dem Feld. Also so viel ist es jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich dann, wenn ich noch nicht ganz vollen Ladewagen habe, ob ich hier mir noch ein bisschen diese Grasbahn dann zu Gemüte führe. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Theoretisch könnte man ja auch zwischendrin mal eine Runde mähen, das aber dann nicht aufsammeln, weil man es vielleicht nicht braucht. Und dann da oben drauf auf dieselbe Bahn nochmal eine Runde mähen. Da wären wir wahrscheinlich dann noch schneller den ganzen Spaß aufsammeln können. Was jetzt auch nicht so dumm ist. So. Damit haben wir jetzt schon wieder den nächsten Ladewagen voll. Ich fahre gleich mal hier so querfeld ein. Und da können wir nämlich direkt zu unserem Silo fahren. Da müssen wir da nicht noch um die Ecke und dort und dann festfahren. Das ist dann natürlich auch immer ein bisschen unpraktisch. Sieht jetzt natürlich bestimmt ein bisschen ulkig aus, wie ich den ganzen Spaß jetzt hier ablade. Aber wird auf alle Fälle gut voll. Es ist nicht schlecht. Und dann geht es hier wieder aufwärts oder auf in Richtung Feld. Die Nachbarn hier werden sich wahrscheinlich wieder freuen, dass wir die ganze Nacht durchgearbeitet haben. Aber ganz ehrlich, die sollen sich nicht so haben. Die wollen auch früh ihre Milch ins Müsli rein haben. Dann müssen wir auch nachts für sie arbeiten, damit sie ihre Milch überhaupt bekommen. Vorausgesetzt, sie kaufen bei der ortsansässigen Molkerei. So, ich schätze mal, es wird jetzt wirklich der letzte Ladewagen sein.
Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich noch die paar Bahnen aufsammle. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Geht es unseren Kühen? Der Grasdruck ist noch wunderschön voll. Machen wir erstmal nichts füllen. So. Ah, es sollte eigentlich passen. Hier mit Heu oder so ein Spaß, dass wir dann hier noch Kraftfutter oder sowas mischen. Das lasse ich einfach mal. Da sehe ich jetzt einfach keinen Sinn drin. Unser Stroh ist auch bald alle. Fällt mir gerade so auf. Werden wir dann auch irgendwann mal eingreifen müssen. Da wieder ein bisschen was den Kühen zum Kacken hinwerfen. Dann werde ich die wunderschönen Gewächshäuser einrichten und erstmal errichten und dann einrichten und befüllen. Und ja, dann soll es eigentlich soweit funktionieren. Hoffe ich einfach mal. Ob es dann funktioniert, werden wir sehen. Auf alle Fälle sollten wir dann gut Geld verdienen. Da klingelt es dann jede Stunde richtig schön in der Kasse. Auch wenn eher Amerika nicht so für den Anbau von gesunden Gemüse und ähnlichen bekannt ist, gibt es tatsächlich doch viele, die sich auch in Amerika gesund ernähren. Ich habe da im The Red Bulletin da vor ein paar Monaten mittlerweile schon einen Artikel über einen Motocross-Fahrer gelesen, der in Amerika da als, ja, in solchen Arenen und sowas mit antritt, da auch ganz gut unterwegs ist in der Meisterschaft, die dazu läuft. Aber er hat da das Problem, dass er sich hauptsächlich nur von Sushi und so etwas ernähren kann, weil selbst das Brot in Amerika gesüßt ist, wo in Deutschland gesagt wird, ja, du musst viel Brot essen und so etwas, und in Amerika esst es lieber nicht. Der hat da auch einen professionellen Fitnesstrainer und so etwas, der hat angeblich auch kein Gramm Fett an seinem Körper. Das sind entweder Muskeln oder eben nichts da. Es ist eben nichts da, sagen wir es mal so. Und das ist einfach, ja, Disziplin, meint er. Ich finde es eher ungesund, weil irgendwie Fettreserven braucht der Körper auch mal. Vor allem, wenn es einem nicht ganz so gut geht. Macht da täglich Sport und Triathlon und hast du nicht gesehen. Oh, hier liegt eigentlich verhältnismäßig viel Gras. Kann man eigentlich mal die Bahn hier mit aufsammeln. Jetzt natürlich ein bisschen schleppender voran. Ungefähr so, wie ich es bis jetzt immer aufgesammelt habe. Aber ich denke doch, dass wir dann hier ganz gut vorankommen und da unsere Silage dann erst einmal schön verdichten, dann das Silo ansetzen, dass wir dann demnächst da hoffentlich auch ganz gut Milch produzieren mit unseren Kühen. Wobei ich es ehrlich gesagt ein bisschen albern finde, dass ich auch noch frisch Gras zufüttern muss, wenn sie doch so einen geilen Stall und also zu ihren geilen Stall auch noch ein geiles Freigehege haben. Aber das ist dann anscheinend die Logik vom Landwirtschaftssimulator. Da ist ein einfacher Kuhstall ohne Freigang okay. Obwohl für 1000 Mann ist, für 1000 Kühe ist die Weide dann auch vielleicht ein bisschen zu klein. Von der Warte her ist es dann vielleicht doch nicht so komfortabel oder so toll bei mir. Liegt wahrscheinlich einfach nur wirklich an der Menge der Kühe, die bei mir wohnen. Oder die in meinem Stall wohnen, leben, fressen, kacken, Milch produzieren, arbeiten, wie auch immer. Da sind wir jetzt schon bei fast 95%.
Ich weiß, es ist schleppend, aber machen wir erstens ein bisschen Ordnung bei uns auf dem Feld. Und da nicht so viel Gras, Schwade rum, aber es bringt natürlich auch was. Wir holen uns natürlich hier noch ein bisschen mehr Gras rein für unser Silo, dass wir dann alles irgendwann mal an unsere Kühe hoffentlich verfüttern. So. An den Enden sieht es natürlich immer am unordentlichsten aus, weil man da natürlich am schlechtesten den ganzen Spaß gleichmäßig aufsammeln kann. Aber hier so mitten auf der Fläche geht es eigentlich. So. Sammeln wir hier noch ein bisschen auf. Und machen wir hier in die Richtung noch weiter. Weil ich einfach jetzt nicht mehr so weit weg von der Biogasanlage fahren will, weil ich ja eh demnächst hier den Laderwagen bei 100% habe. Hoffentlich. So. Das sind jetzt natürlich meistens eher nur Reste als vollständige Schwade. Aber es sammelt immer noch schön auf. Ich denke mal, irgendwann werden wir dann auch die 100% erreichen. So. Damit haben wir die 100%. Und machen uns jetzt einfach mal auf, ganzen Spaß zu entladen. Ich daran denke, dass ich hier hinten mein Wasser geholt habe, dass ich am anderen Ende der Weide meinen eigenen Wassertrog habe. Da rege ich mich gerade irgendwie ein bisschen auf. Nochmal kurz abbremsen. Und dann laden wir mal hier den ganzen Spaß noch ab. Und ich würde sagen, wenn ich den ganzen Spaß hier ablade, ich sehe, es ist Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.